Na endlich, endlich. Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Upper Cats. Ja, endlich, endlich habe ich mal wieder Kopfhörer gefunden, die wirklich, wirklich gut sind und das zu einem günstigen Preis. Also Leute, heute sprechen wir über die Havit i93. Ich war hier wirklich überrascht von den Dingern. Sehr, sehr positiv. Nicht alles ist gut, aber das Wichtigste, das funktioniert hier. Also schauen wir schnell mal drüber. Ich habe es hier extra nochmal eingepackt. Wir haben also hier TWS True Wireless Kopfhörer mit Ladecase i93 heißen die. 2200 mAh groß ist der Akku hier im Ladecase und das wird promotet als Sportkopfhörer. Die Verbindung wird über Bluetooth 5.0 stattfinden und ja, wir schauen einfach mal rein. Hier schon eine sehr schöne Aufmachung der Packung. Man zieht hier an der Lasche das Ganze raus, bekommt dann diese Ansicht hier präsentiert. Nochmal sehr schön, Havit True Wireless Sports Headphones mit 2200 mAh großen Akku. Dann kann man das Ding hier nochmal runternehmen und sieht dann die eigentlichen Kopfhörer und das Ladecase. Ich nehme sie mal raus. Ich habe sie schon getestet, deswegen bin ich ja hier so begeistert und erzähle euch gleich noch mal ganz genau, was hier wirklich so gut dran ist. Also hier unten drin finden wir noch, ja klar, eine kleine Bedienungsanleitung, ein paar Ersatzohrstöpsel in verschiedenen Größen und ein Ladekabel USB auf, ja leider Micro-USB, leider kein USB-C. Ich habe hier schon mal ein paar Vergleichsprodukte, einmal die Dudios Zeus Air, dann die Apple AirPods, damit muss ich hier alles vergleichen lassen und hier dann das Case der Havit i93 und man sieht schon hier im direkten Größenvergleich, ja, das ist ein großes Case, ein dickes Case, ein fettes Case, aber auch ein hochwertig verarbeitetes Case, also das kann ich echt sagen. Bedenkt, das hier ist eigentlich eine kleine Powerbank, 2200 mAh groß und diese kleine Powerbank, die lädt nicht nur hier die kleinen Kopfhörer, nein, damit könnt ihr auch euer Smartphone zum Beispiel aufladen, denn hier auf der Rückseite haben wir eine kleine Abdeckung, so eine Gummilasche. Wenn ich die mal hochnehme, finden wir zum einen natürlich hier den Micro-USB-Anschluss zum Aufladen von dem Case und einen USB-A-Anschluss. Und da kann man ganz normal sein USB-Käbelchen hier zum Beispiel mal reinstecken und auch andere Geräte aufladen, wie zum Beispiel hier so ein iPhone, ne? Anstecken. Und das beginnt dann hier sofort zu laden. Also hat man immer noch ein bisschen Reservestrom mit dabei und das funktioniert sehr gut. Und 2200, das ist keine so geringe Milliampere-Stunden-Anzahl. So, ihr seht, hier hinten hat schon jetzt gerade was geblinkt. Das hier ist die Akkustandsanzeige. Die finde ich nicht so besonders gelungen. Denn nur allein durch das Blinken und wie häufig dort geblinkt wird, ja, kann man noch erahnen oder dann wissen, ja, wie viel Power hier noch drin steckt. Der hat jetzt hier dreimal schnell hintereinander geblinkt. Das heißt, er liegt noch bei 50 bis 75% Ladung und sonst gibt es da nichts. Ne? Ihr macht jetzt hier die Klappe zu und auch mal das Case gerne dann auf und ja, da ist keine weitere Anzeige drin. Keine LED, kein gar nichts. Nee, also ihr müsst dann nur hier hinten anhand des Morse-Zeichens der LED rausfinden, wie viel Ladung hier noch drin steckt. Das finde ich ein bisschen, naja, sagen wir mal, umständlich gelöst. Aber alles für sich ist das hier ein sehr schönes Case. Eine feine Struktur, die fühlt sich samtig an. Ist ein ganz, ganz feiner Kunststoff, der sich auch nicht billig anfühlt, wie zum Beispiel hier der wirklich günstig anmutende Kunststoff der Dudios Zeus. Nee, das hier fühlt sich so von der, ich sag mal, von der Solidität und der Kompaktheit eher so an wie so ein Apple AirPods Case. Auch Kunststoff, fühlt sich aber hochwertig an. Und genau das gleiche gilt hier für das Havit Case. Auch das fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Hat auch eine schöne Form, hat ein schönes Design. Also ich habe es gerne in der Hand. Natürlich für in die Hosentasche zu stecken. Das Ding ist dafür ein bisschen zu groß. Ja, das macht ihr in den Rucksack rein oder wenn ihr vielleicht irgendwelche Baggy Jeans habt, da passt es auch noch rein. Aber auf keinen Fall kann man es so angenehm natürlich in die Hosentasche stecken wie so ein AirPods Case. Also es ist schon ein bisschen groß, aber dafür ist es ja auch eine echte Powerbank. Geöffnet wird es ganz einfach. Hier kann man eingreifen, macht das Ding auf und das wird magnetisch auch zugehalten. Das heißt, wenn das hier schließt, dann schließt das hier, das merkt man ganz deutlich auf den letzten, ja, auf dem letzten Zentimeter, schließt sich das magnetisch und der Magnet, der hält das auch richtig doll fest, also das fliegt nicht mal aus Versehen auf. Und was ich auch richtig toll finde, ist hier, ja, man kann den Mechanismus nicht sehen, aber hier das Gelenk, das ist sehr, sehr solide, das fühlt sich echt so an, als würde das ewig halten, also da wackelt auch nichts, da klappert nichts, das fühlt sich ja vom Gefühl her so ähnlich solide an hier, wie bei
bei den AirPods, also wirklich gut. Das haben wir ja oft bei günstigeren Kopfhörerchen hier, dass dort das Case irgendwie eine wackelige Geschichte ist, dass da so ein billiges Kunststoff-Case ist mit so einer billigen Abdeckung, die ruckzuck verkratzt, nicht mehr schön aussieht und auch sich wackelig anfühlt. Das habt ihr hier mal überhaupt so überhaupt gar nicht. Ja, und dann sehen wir hier drinnen schon einmal Have It, Have Fun i93. Hier kommen die Kopfhörer rein. Da haben wir die kleinen Ladepinne drin, die dann hier auf die Ladekontakte dann drauf kommen. Und dann werden da auch die Kopfhörer aufgeladen und die halten natürlich auch magnetisch hier drin. Also die kann ich hier einfach reinlegen und die halten. Kann man umdrehen, kann man schütteln. Das sind echt starke Magnete. Das ist super, ne? Also sonst habe ich ja doch irgendwann das losgeschüttelt bekommen bei den meisten, aber nicht hier. Hier hält alles fest. Mal hier als Vergleich die Dudius Zeus. Ja, da habe ich es rausgeschüttelt bekommen. Also die halten auch schon ziemlich gut fest, aber hier die Dinger, ja, das sind also bombensichere Magnete. Da muss man sich gar keine Sorgen machen. Ihr legt die dann hier ein und dann werden die Kopfhörer sofort aufgeladen. Es gibt nämlich hier auch keinen Knopf dran, wo man irgendwas startet oder nicht. Nö, die werden jetzt hier geladen und da hinten blinkt dann auch unsere Morse-LED durch und sagt uns noch, jo, hier wird noch aufgeladen und so viel Saft habe ich aktuell noch drin. So, also so viel Lobhudelei zum Case. Finde ich echt ein schönes Ding. Natürlich ein bisschen groß, aber solide, hochwertig und gut verarbeitet. Jetzt wollen wir aber mal schauen, wie einfach sich hier die Kopfhörer pairen lassen. Dafür nehme ich die jetzt mal hier aus dem Case raus und dann sind die automatisch auch schon im Pairing-Modus. Wir gehen dann mal hier in die Einstellungen rein, unter Bluetooth und warten einen Moment. Und dort sind sie dann auch schon, die Havit i93. Ich kopple mal eben und das war's. Fertig. Wenn ihr die einmal verbunden habt, die i93er, dann verbinden die sich auch automatisch jedes Mal, wenn ihr die hier aus dem Case rausnehmt und wenn ihr sie reinlegt, dann schalten die sich auch automatisch wieder ab. Natürlich bei Bluetooth 5.0 unter iOS bekommt ihr hier eine Akkustandsanzeige einmal oben in der Statusbar, sowohl als auch hier im Batterie-Widget. Da seht ihr die auch, die i93, aktuell mit 100% vollgeladen. Ihr könnt die aber nicht nur mit dem iPhone benutzen, ganz klar. iOS, Android, alles Mögliche. Ihr könnt die damit überall verbinden, wo ihr was mit Bluetooth verbinden könnt. Wir haben hier auch eine kleine LED-Anzeige drin. Die kann man hier nur ganz schwer sehen. Ein ganz kleines, dezentes, weißes Lichtchen. Dann haben wir hier einen Knopf jeweils rechts und links, mit dem man dann Play und Pause steuern kann. Ihr könnt Lieder vor und Lieder zurückspringen oder ihr könnt auch hier Siri aufrufen auf dem iPhone. Das funktioniert alles sehr gut. Man muss ein klein bisschen festdrücken. Das war stellenweise ein klein bisschen unangenehm. Also wenn man die im Ohr hat und man muss dann doch relativ fest reindrücken. Hier könnt ihr nochmal schön die LED-Lichter sehen. Ja, das könnte ein klein bisschen leichtgängiger für meinen Geschmack laufen, weil man da relativ viel Druck aufbringen muss. Aber so von der Steuerung her hat das immer gut funktioniert bei mir. Ihr könnt die Teile auch einzeln benutzen, wenn ihr hier Monobetrieb haben wollt oder ihr wollt die Laufzeit, die ohnehin schon sehr, sehr gut ist, nochmal strecken. Dann macht ihr das folgendermaßen. Ihr nehmt einfach nur eins von den Dingern hier raus und dann wird das gekoppelt und dann habt ihr hier so ein Mono-Headset daraus gemacht. Und egal ob Mono oder Stereo, ihr könnt hiermit 3 bis maximal 3,5 Stunden lang Musik hören. Das ist eine gute Marke hier für solche kleinen Kopfhörerchen. Völlig in Ordnung. 3 Stunden und dann legt man die nochmal rein. So in einer Stunde sind die nochmal vollgeladen. Und ihr könnt die, jetzt müsst ihr euch festhalten, 15 Mal vollladen hier im Ladecase. Also damit bekommt ihr mal eine richtig lange, lange Spielzeit. Und was man hiermit auch gut machen kann, ist Sport natürlich, denn die werden ja beworben als Sportkopfhörer. Deswegen haben sie hier auch noch die kleinen gummierten Innenohrbügel, damit die einen besonders guten Halt und Sitz im Ohr haben. Und das haben sie bei mir auch. Also wenn ich die reingetan habe, die waren komfortabel, die sind mir nie aus dem Ohr rausgefallen. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass die jetzt hier gleich doch mal irgendwie einen Abgang machen. Nee, also die halten da echt gut und sie haben auch eine IP-Zertifizierung, IPX5. Das heißt, die können auch ordentlich vollgespitzt werden oder auch mal kurz nass gespritzt werden, wenn ihr in einen Regenschauer kommt oder so. Da passiert dann also überhaupt gar nichts. Natürlich
Natürlich kann man hiermit auch telefonieren, wenn es gekoppelt ist. Muss ich eigentlich gar nicht mehr erwähnen. Wir haben hier jeweils in jedem Kopfhörerchen ein Mikrofon mit eingebaut und auch das hat gut funktioniert. Man kann die Telefonate annehmen, man kann auch Telefonate ablehnen oder dann auflegen. Alles hier mit dem einen Knopf. Aber jetzt kommen wir mal zum Wichtigsten, zum Klang. Und genau deswegen finde ich die Teile hier klasse, denn die haben ein sehr schönes Klangbild. Da war ich mal positiv überrascht. Ich teste ja sehr viele Kopfhörer hier. Also fast zweimal im Monat oder so habe ich hier neue Kopfhörer rumliegen. Und meistens stecke ich mir die Dinger in die Ohren, schalte meine Musik an und denke, schon wieder zu wenig Bass, das klingt schon wieder nicht richtig gut. Macht keinen Spaß damit, sich Musik anzuhören, aber hier... Da war ich echt positiv überrascht. Die haben vom Bass her ganz ähnliche Eigenschaften hier wie die Apple AirPods. Man muss ja immer bedenken, alles was ich sage, das hier ist eine kleine Bauform. Das sind kleine In-Ear-Kopfhörerchen ohne Kabel. Die haben natürlich keinen Megabass, aber für die Bauform hier haben die echt einen guten Bass. Da war ich positiv überrascht. Ich habe hier sehr gerne meine Rockmusik mitgehört. AC/DC, Airborne, Nickelback, das macht richtig Freude. Da ist ein bisschen Bums dahinter und die Höhen sind schön. Das Klangbild ist für mich sehr ausgewogen. Kurz gesagt, ich habe hiermit einfach gerne Musik gehört. Hat mir Spaß gemacht. Und auch Serien oder YouTube schauen kann man hiermit ganz problemlos, denn wir haben keine Verzögerung drin. Manchmal gibt es das ja, dass man so eine halbe Sekunde Verzögerung drin hat, je nach Kopfhörer, und dann schaut ihr euch irgendwie ein Filmchen an, ein Video an und alles ist ein bisschen verzögert. Das macht einen wahnsinnig, kann man sich nicht geben. Haben die hier nicht, also ihr könnt hiermit gerne. Ich habe es getestet mit YouTube, mit Netflix, mit Amazon Prime Video. Alles prima, keine Verzögerung, guter Klang und das sind echt gute Kopfhörer, Freunde. Ihr müsst mal bedenken, die kosten gerade mal 40 Euro. Also da darf man gar nicht drüber meckern. Preis-leistungsmäßig super, einfach echt super. Wenn ich noch ein kleines Makel anbringen dürfte, sie wirken ein klein wenig dick. Also wenn ich die im Ohr habe, stehen die relativ weit raus. Das gefällt mir jetzt rein optisch nicht so hundertprozentig gut. Wobei, wenn ich die mal hier vergleiche mit den Dudios Zeus Air, ihr seht, die sind ein klein bisschen schmaler und ja, die Havit hier sind halt ein kleines Dickerchen dagegen. Und das sieht man halt, wenn sie im Ohr drin stecken. Aber ist jetzt nicht, dass die unglaublich dämlich aussehen oder so. Das gar nicht. Aber ich hätte es mir noch ein klein bisschen kleiner gewünscht. Aber wenn ich mir es aussuchen kann, kleiner und weniger Bass oder lieber ein klein bisschen knubbeliger und ein besserer Bass, dann nehme ich gerne die hier. Gar keine Frage. Von daher gibt es für mich hier absolut nur ein Fazit. Daumen hoch, nicht einer, nee, zwei Daumen hoch. Das sind echt gute Kopfhörerchen. Gewünscht hätte ich mir noch, dass hier hinten ja USB-C noch wäre, damit das noch alles ein bisschen zukunftssicherer ist. Und Micro-USB kann von mir aus langsam aussterben. Aber mein Gott, jeder hat ja noch die Kabel dafür. Von daher für 40 Euro geht das auch völlig in Ordnung. Das hier, Freunde, sind echt gute TWS True Wireless Kopfhörer mit einem tollen Klang, einem sehr, sehr toll verarbeiteten Akku-Case mit massig Akkuspeicher drin, 2200 mAh, komfortabel zu tragen, sitzen gut im Ohr. Ja, also da kann man eigentlich gar nichts mit falsch machen, außer man will es halt wirklich nur hier sich direkt mal in die Hosentasche stecken. Dafür ist das kleine Dickerchen hier ein klein bisschen zu dick. Ansonsten greift gerne zu, Freunde. Ich bin echt froh, mal wieder welche gefunden zu haben, wo ich sagen kann, yes, die sind gut. Kauft sie euch, wenn ihr sowas sucht und ihr wollt nicht so viel Kohle ausgeben wie hier für die Apple AirPods zum Beispiel. Ja, 150, 180 Euro und die hier kosten dann 40 Euro. Von daher, der Link ist hier unten in meiner Videobeschreibung, Freunde. Dort könnt ihr euch die Teile gerne direkt mal bestellen, selbst reinhören und mal schauen, ob ihr da genauso positiv von überrascht seid, wie ich das war hier von den Havit i93ern. Also ab und zu muss man ja mal wieder ein gesundes, gutes Korn finden, wenn man so viel bei den Kopfhörern rumpickt hier wie ich. So, schöner Vergleich und damit mache ich dann auch Feierabend, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Kid. Macht's gut!